Ja, meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie hier ganz herzlich im Dortmunder Amateurstadion. Mein Name ist Peter Meissner, ich bin der Kommentator und rechts von mir mein Kollege. Servatolai. Ja, genau, also wir sind hier heute zum Spiel und man sieht ja schon, die Fans sind auf jeden Fall heiß. Die brennen da sogar direkt was Ja, ab. So heiß sind richtig die. Die sind abräumen. richtig on fire. Und also Dortmund gegen Rödinghausen, Man großes sieht auch nur Spiel. am Marco Rober, dass die Genau, nicht also spielen. alle Augen werden natürlich wieder auf den MVP, ne, wie es mal in Dortmund heißt, gerichtet sein. Und ja, die begrüßen ihn jetzt alle schon mit den eigenen Fahnen und dem Feuerwerk. Und wir steigen jetzt einfach mal ein in die Highlights. Die Mannschaft kommt auf den Platz und Rödinghausen, guter Gegner für Dortmund. Und man sieht hier direkt die erste Szene. Im Mittelfeld wird Oh, rausgespielt, da dann hat über die Marco rechte Rober den Seite. Ball natürlich. Mit Schickt ihn links geht und in den Strafraum und Marco hat die ihn Mitspieler. natürlich gut geschickt, aber ja, egal, die Von Mitspieler den kennen Mitspielern ist ihn. man das leider mit öfter gewöhnt. Ja, auf der Gegenseite jetzt gute Chance, aber Gut, Marco dass da da, denke ich Marco mal, steht, ne? gut im Also. System gestanden, zwar nicht eingegriffen, aber. Und mit der Ecke natürlich jetzt und der Oh, ist guter drin. Kopfball von Marco Rober, die Flanke Genau, natürlich. wer es gemacht hat, Kein wer weiß, ist Problem. auch nicht so wichtig, Ist weil es geht natürlich eigentlich richtig nur um im die Himmel. Vorlage. Das Boah, Ding. Junge, perfekt angekommen Sehen wir auf nochmal den in Kopf. Zeitlupe hier, ne? Also das ist LEU gerade Da gewesen wieder in der Marco Rober Ecke. den Ball. Er passt. Perfekter, guter Doppelpass. Und dann hier. Zack, natürlich Und wieder von natürlich Marco, Doppel. natürlich wieder vorbereitet alles. Und er ist natürlich der Erste beim Jubeln, der Teamplayer Nummer 1 unserer U23 hier. Die Trainer, ja, ich finde, die Trainer sind auf jeden Fall schon konsterniert und direkt die nächste Chance. Ja, man sieht das hier über links. Und ein einfaches Tor für die U23. Man sieht hier einfach, das ist einfach, das System stimmt, es wird rausgespielt und sowas kommt natürlich alles kurz darauf ins Erscheinen. So, jetzt wird direkt hier wieder der nächste Konter eingeleitet. Direkt von Marco Der geschickt FIFA-Chip auf hier den über die Lux Abwehr natürlich und und dann Tor. er schiebt Was ein. war das für eine perfekte Es ist Vorlage einfach. unglaublich, was wir hier heute sehen Und dann bekommen, meine hier, Damen und zack, Herren. direkt die nächste. Und auch Oh der geht rein, no. und auch der geht rein. Auch Das ist wieder ein von Lux natürlich. Schützenfest. Ja, Boah, ihn das will sieht ja keiner nicht sehen schon und aus. ein Ich glaube, T-Shirt, ich aber bin ein bisschen heiß, aber ja, natürlich für auch. Instagram-Fotografen am Rand auf jeden Fall, ich würde auch sagen. Eigentlich müsste Marco sich da ausziehen, nicht er, aber gut. Ja, genau. Ja gut, jetzt kommt hier ein kleiner Gegenangriff, wie gesagt. Ja, man muss natürlich auch den Gegner, ne, den Gegner muss man auch mal die Torprämie dazustellen an der Ja, Stelle. da kriegen Tut die jetzt schon. nicht, tut jetzt nicht groß Da weh. können die auch nicht viel feiern, so wie viele Tore haben jetzt kassiert. Ich habe nicht mehr Ich mitgezählt, würde sagen, aber. die haben richtig Ja, reingehauen heute. Also das. dann gönnt man denen auch mal ein Tor, sodass sie nicht hinholen. Ja, Trainer geben auf jeden Fall schon auf. Gucken nur, wie sie irgendwie die Ablöse von Marco Rober bezahlen könnten, wenn nicht. Aber gutes Spiel. Nächstes Spiel direkt gegen Lotte, Ja, sieht man jetzt gegen hier. Ja. Trainer gibt schon mal Lotte. die Sehr Anweisung. begeistert. Und dann hier. Und Marco Rober, der Ballon. oh! Hier von Rechts der oben, Nummer, was macht er mit die ihm? Nummer 19. Marco Rober Sieh. natürlich macht das Tor. Sieh. Mit seinem Einfach der beste Signature-Jubel. Spieler, einfach ganz klar der Ja, MVP des klatscht doch nochmal Spiels. mit dem Trainer ab, das ist gut. Sehr gut, hier Genau. nochmal das Tor. Perfekt Mit rechts links oben, oben, in genau. Winkel Ganz natürlich. schwierig für den Perfekt. Linksfuß natürlich, über den Spann zu ziehen. Oh, jetzt hier Gladbach, man sieht Also, Zweikampf oh, wie zwischen er ihn Marco Rober und bearbeitet, der wie er ihn Nummer 4. bearbeitet. Guck mal, er hat Ja? einfach keine Chance gegen Marco. Das ist Ja, einfach hier. Antizipation. Fehlpass Das ist und Antizipation. Wissu natürlich Und der kein Angreifer, Tor. keine Chance. Ja. Keine Chance. Das sehen wir hier ganz klar von der Kommentatorenkabine. Und hier der nächste Freistoß von Dortmund. Und der ist fast drin. Also das war eine wirklich knappe Jetzt Aktion. Er gegen Aachen, ne? Nochmal so. Genau, zwischendurch gegen Aachen. Ja, und jetzt hier. Weiter Abschluss mit dem Kopfball ungeheuer Und vorne. Marco Rober hat den Ball und er schießt Mit links. perfekt mit links natürlich. Perfekt. Verteidiger Ah, kann gar nichts Angreifer machen. kann ihn so Das gerade war, so noch Verteidiger nicht. hat alles richtig gemacht. Es ging Und einfach ein nicht besser. gutes Und Tor. was macht der? Den Assist. Also bei so einer Vorlage kann man natürlich den auch nur reinmachen. Double-Double ist schon mal klar in dem Spiel jetzt auf jeden Fall. Ja, also das Verteidiger, wie gesagt, konnte nichts machen. Die war viel zu angeschnitten und zu viel Spin. Trainer Ja, ja. konsterniert, er gibt auf, was soll man machen, wenn man so einen Pass auf der Gegenseite sieht. Ja gut, solche Versuche, ah, das ist dann halt die letzte Verzweiflung, die man dann einfach mal zugestehen kann. Aber das ist natürlich. Da sieht man auch wieder mal man den sieht ihn natürlich, der hat Topspieler. wieder, kommt natürlich immer in die Kamera und Da hat er wieder den der hat Ball. wieder den Ball. Zack. Linke Dribbelt Seite. den ersten aus natürlich mit dem Und der Übersteiger und perfekte hier Pass, den muss er machen.
Oh, der trifft ihn einfach nicht. Es ist gar nichts. Das ist gar nichts. Diese unfähigen Mitspieler, die einfach nichts können. Ich kann sagen, deswegen Fußball. Und dann jetzt das anschließende Elferschießen von dem Spiel gegen Lotte gerade. Er gleicht aus, aber natürlich jetzt kann das Siegtor fallen. Wichtige von natürlich, natürlich Marco Hofer. Der Go-To-Guy wird nach links oder nach rechts, nach links oder nach rechts und es ist links oben, perfekt. Keine Chance. Das ist die Techniker- Aber Strategie. Er hat mit nichts anderem gerechnet, das sieht man auch an seinem Jubel. Ja. Der ist einfach ganz klar, der ist einfach zu konstant. Und so tritt der Captain von der Dortmunder Mannschaft, der baldige Captain zumindest. Ja. Links oben, easy verwandelt. Ja, das sehr, ist auf jeden Fall, sieht sehr gut aus und ganz stark.